Was sind eigentlich so die meisten Vorsätze? Neujahrsvorsätze, das altbekannte Thema zum Jahreswechsel. Millionen Menschen nehmen sich etwas vor, haben eben Vorsätze, haben Wünsche und Träume, die sie eben im neuen Jahr umsetzen möchten. Was ich davon halte, wie ich das in all den letzten Jahren gehandhabt habe, erzähle ich euch heute in diesem Video. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mit dabei bleibt. Mich interessiert auch, wie ihr das handhabt. Ich stelle euch dann auch noch ein paar Fragen. Ich habe allerdings auch noch ein paar Tipps für euch, die mir immer sehr, sehr geholfen haben, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mit dabei bleibt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Warum ist es eigentlich so, dass wir zum neuen Jahr Vorsätze haben? Warum machen wir uns Gedanken? Warum wollen wir was ändern zum neuen Jahr? Warum macht man das nicht unterm Jahr? Es ist eigentlich total einfach. Für uns ist das neue Jahr wie ein neues Kapitel. Und Dinge, die wir ändern möchten, machen wir dann eben zum neuen Jahr. Da beginnt ein neues Kapitel. So ist es in vielen Köpfen verankert, meiner Meinung nach. Ich bin der Meinung, man kann natürlich auch unterm Jahr Dinge ändern, sich Wünsche erfüllen, Träume, an Dingen arbeiten, ganz klar, an neuen Projekten. Aber wie gesagt, es ist so in uns verankert, dass wir einfach zum Jahreswechsel, zum neuen Jahr, ein neues Kapitel aufschlagen, wie gesagt. Ich finde das ein bisschen schwierig. In all den letzten Jahren habe ich das überhaupt nicht gemacht. Also ich habe das einfach auf mich zukommen lassen. Ich habe mir da nicht sonderlich große Ziele gesetzt, weil ich einfach Angst davor hatte, enttäuscht zu werden oder eben zu versagen. Also das heißt, wenn ich jetzt nicht unbedingt im Beruf, im Job zum Beispiel weitergekommen bin und ein neues Projekt irgendwie so erfolgreich geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe, dann wäre ich am Ende des Jahres ja enttäuscht gewesen. Natürlich ist es aber auch eine Charaktersache und eine Sache, wie man etwas angeht. Also wenn man mit dieser Enttäuschung leben kann, dann ist das natürlich auch total in Ordnung. Andererseits, wenn man weiß, hey, ich bin zielstrebig, ich bin fleißig, ich nehme die Sache in der Hand, braucht man eigentlich keine Vorsätze. Die meisten Vorsätze, die ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis immer höre, sind, das Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu machen, sich gesünder ernähren und so weiter. Das kennt ihr bestimmt alles. Und bei mir ist es so, also wenn ich von meinen Vorsätzen spreche, wenn ich welche hätte, ich rauche nicht. Wir sind Vegetarier, wir ernähren uns eigentlich gesund. Also es gibt auch mal eine Tiefkühlpizza, so ist es nicht. Also ich bin jetzt nicht hier healthy, nur healthy und so weiter. Und Sport, ja, Sport würde tatsächlich auf meiner Liste stehen, denn ich habe keine Kondition. Für mich ist Sport das, was ich hier zu Hause mache, Treppe hoch, Treppe runter, mit den vielen Kindern ständig unterwegs sein, ständig in Bewegung, und das ist so mein Sport. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir tatsächlich zum allerersten Mal in diesem Jahr etwas vorgenommen. Verschiedene Dinge. Ich bin gespannt, ob ich das einhalten kann, ob mein Plan aufgeht. Wenn nicht, ist es nicht so dramatisch, denn mein Leben hängt jetzt nicht davon ab. Wie gesagt, wenn man weiß, dass man zielstrebig ist und fleißig, natürlich habe auch ich meine Phasen, ne? Also ich bin jetzt nicht immer auf 100%, das möchte ich auch gar nicht damit sagen, aber also für mich steht fest, dass ich jetzt nicht irgendwie sonderlich was verändern wird, falls ich diese Sachen nicht einhalten kann. Es ist tatsächlich so, dass 80% aller Vorsätze schon im Februar gebrochen werden. Und meiner Meinung nach liegt es daran, dass man sich einfach zu hohe Ziele setzt. Und das wäre auch mein erster Tipp an euch. Versucht euch nicht hier so eine lange Liste zu schreiben, sondern Dinge aufzuschreiben, die nicht so unerreichbar sind. Also, keine Ahnung, Weltreise oder im Job zum Chef werden und so weiter. Wenn ihr wisst, dass das eigentlich nicht machbar ist wie eine Weltreise, zum Beispiel, weil ihr zum einen vielleicht finanziell nicht die Möglichkeit habt, viele Kinder habt, das einfach vom Job her nicht möglich ist. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe. Aber wenn ihr das in erreichbarer Nähe seht, das Ziel, wie zum Beispiel abzunehmen, viel Sport zu machen, das Rauchen vielleicht auch aufzuhören, weil ihr das in den letzten Jahren schon versucht habt und schon immer wieder eurem Ziel ein kleines Stückchen näher gekommen seid, dann ist es ja eigentlich auch machbar. Also wenn ihr das so für euch seht. Aber wenn ihr da 20 Vorsätze auf eurer Liste habt,
ja, dann könnte es natürlich passieren, dass ihr am Ende des Jahres dann enttäuscht seid. Und deshalb, wie gesagt, wäre das der erste Tipp für euch. Nehmt euch nicht zu viel vor. Belohnt euch auch mal, wenn ihr seht, hey, ich habe das erreicht, ich habe das gut gemacht. Nehmen wir das Thema Rauchen zum Beispiel, dass ihr sagt, okay, ich möchte aufhören, ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Das Ganze vielleicht erstmal reduzieren von, ich kenne jetzt euer Verhalten nicht, 20 Zigaretten in der Woche, keine Ahnung, ist das viel, ich kenne mich da nicht aus, also dass ihr das Ganze einfach reduziert und am Ende der Woche sagt, hey, super, ich habe das eingehalten, nächste Woche oder nächsten Monat gehe ich wieder einen kleinen Schritt. Und so habt ihr dann auch Erfolgserlebnisse, also so geht es mir, dass ich dann einfach sage, hey, super, habe ich toll gemacht, jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen. Einfach nicht zu viel von einem selbst verlangen. Denn ja, der Alltag ist stressig genug, wir wissen es alle, mit Arbeit, Kindern, was noch so dazugehört, Familie, Freunde, das ist schon sehr, sehr viel, was auf uns lastet. Und so eine Belastung, sage ich jetzt mal, so ein Vorsatz, den man dann nicht halten kann, ist eine zusätzliche Belastung. Deswegen macht langsam, belohnt euch auch und dann werdet ihr auf jeden Fall Erfolgserlebnisse haben. Was habe ich mir so dabei gedacht jetzt, auch mit diesem Video? Ich wollte euch einfach so ein Stück weit mitnehmen. Natürlich interessiert es mich, ob ihr Vorsätze habt. Falls ja, dann schreibt sie sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare. Da können wir uns auf jeden Fall austauschen. Die anderen lesen es auch mit. Vielleicht ist ja auch eine kleine Inspiration dabei für den einen oder anderen. Also lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Ja, mein nächster Tipp wäre, wenn ihr Vorsätze habt, dann wirklich nur die, die euch wirklich wichtig sind, also die euch wichtig sind, nicht anderen. Denn wenn man etwas macht, was man sowieso nicht so gerne macht oder der anderen wegen, wird das nichts, glaubt mir. Also ihr müsst schon zu 100% dahinter stehen und das auch wirklich wollen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe das beste Beispiel für mich und zwar meine Kamera. Ich filme gerade schon wieder mit meiner Vlog-Kamera. Ich habe hier eine dicke, fette Kamera stehen, so nennen wir sie liebevoll. Und die hat so ein mega Objektiv. Ich beschäftige mich einfach nicht gerne damit, weil ich das Gefühl habe, dass ich es nicht verstehe. Meine Freundin kocht nicht gerne, ich zum Beispiel total gerne. Und sie sagt, wenn ich jetzt für 5 Personen kochen müsste, wäre das für mich der Horror. Ich mache es einfach nicht gerne. Ich mache es halt. So Larifari. Und so geht es mir mit der Kamera. Ich mache es nicht gerne und dann mache ich das so Larifari. Ich kann es ja auch gar nicht verstehen, ne? Weil ich mich nicht dahinter klemme, weil das nicht mein Wille ist. Aber ich habe mir tatsächlich in diesem Jahr vorgenommen, diese Kamera zu verstehen. Das wäre zum Beispiel mein Vorsatz, weil ich das jetzt möchte. Ich habe die jetzt schon eine ganze Weile. In den letzten Jahren hat es mich scheinbar nicht interessiert, eine Kamera zu verstehen. Jetzt ist für mich der Punkt gekommen, dass ich sage, hey, ich möchte das jetzt verstehen. So schwer kann es ja nicht sein. Dann mache ich halt irgendeinen VHS-Kurs und dann muss mir das halt jemand mal nahebringen und erklären. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel so eine Kleinigkeit. Vielleicht lacht ihr jetzt und sagt, mein Gott, was kommt die mir da mit so einem komischen Vorsatz? Aber es ist halt für mich auch sehr wichtig. Ich habe das Teil hier stehen, ich möchte es verstehen und das ist jetzt so auf meiner Liste. Eine Kleinigkeit vielleicht. Ja, und das meine ich eben damit, dass es jetzt keinen Sinn macht für euch, wenn ihr in irgendein Land reist, weil das der Wunsch von jemand anderem ist und das so der Vorsatz, der Wunsch von jemand anderem, aber ihr eigentlich total griesgrämig drauf seid und eigentlich gar keinen Bock habt, in dieses Land zum Beispiel zu reisen. Ja. Bevor wir zum nächsten Tipp kommen, was sind eigentlich so die meisten Sachen, die wir uns als Vorsätze quasi vornehmen? Ich sage jetzt mal extra wir, zu mir kommen wir dann auch gleich noch. Ja, was könnte das sein? Zum einen zum Beispiel das Thema Ernährung, sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu treiben, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, vielleicht im Job, also im Beruf aufzusteigen, etwas anderes erreichen, vielleicht sich verändern, ein neues Projekt angehen oder zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören. Also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen. Und bevor wir zum nächsten Tipp kommen, möchte ich euch noch sagen, dass es wirklich essentiell ist, sich zu überlegen, einfach auch mal in einer ruhigen Minute, was ist mir wirklich wichtig? Also was kann ich tatsächlich umsetzen und was nicht? Eben zum Thema von vorhin, dass ihr wirklich nur Erfolge erzielt, wenn es euch wirklich wichtig ist und
wenn ihr wisst, hey, das gefällt mir sowieso schon die ganze Zeit nicht, das möchte ich gerne ändern, dann habt ihr da auf jeden Fall auch einen Weg und ein Ziel vor Augen, sodass ihr wisst, hey, das kann ich auf jeden Fall erreichen, weil es mir eben auch sehr, sehr wichtig ist. Also das wäre jetzt der zweite Tipp von mir. Wirklich nur Vorsätze, die euch betreffen, die euch auch wirklich wichtig sind. Also es kann natürlich auch jemand anderen betreffen, aber es muss euch zu 100% wichtig sein. Dann kann es auch gelingen. Ja, der Mensch ist ja eigentlich ein Gewohnheitstier, sagen wir es mal so. Also wir haben gewisse Angewohnheiten und da halten wir auch dran fest. Es ist einfach, nicht aus seiner Comfortzone zu gehen, einfach die Dinge immer so zu machen, wie wir es die ganze Zeit machen. Es ist einfach dieser Trott. Aber wenn man da eben raus möchte, braucht man sehr, sehr viel Kraft und vor allen Dingen Durchhaltevermögen. Und das wünsche ich euch auf jeden Fall, dass wenn ihr irgendwas ändern möchtet, sehr, sehr gerne, dann, dass ihr auf jeden Fall sehr zielstrebig dann seid, auch wenn ihr mal eine kleine Niederlage erfahrt, dann ist es ja kein Beinbruch. Also sprich, man kann ja immer wieder weitermachen. Und das meinte ich eben am Anfang, dass es ja auch sein kann, dass man während des Jahres einfach weiter daran arbeitet, an sich arbeitet und dann eben seinen Vorsätzen irgendwann näher kommt und dann eben auch sein Ziel erreicht. Es gibt natürlich positive und auch negative Gewohnheiten, also nicht alles ist schlecht. Ihr für euch müsst einfach entscheiden, was für euch am besten ist und was euch passt. Und dann werdet ihr definitiv sehen, dass es auch was bringt, daran festzuhalten. Und wie gesagt, ich wünsche euch da auf jeden Fall sehr, sehr viel Kraft und auf jeden Fall Durchhaltevermögen. So, dann kommen wir jetzt mal zu mir. Wie habe ich das denn gemacht? Habe ich Vorsätze gehabt im letzten Jahr, das Jahr davor? In diesem Jahr, wie möchte ich das Ganze jetzt machen? Also, ich habe noch nie Vorsätze gehabt. Also nicht, dass ich mich daran erinnere, dass ich jetzt irgendwie an Silvester gesagt habe, ja, ich möchte jetzt im neuen Jahr das und das machen. Habe ich tatsächlich nie gehabt, aber in diesem Jahr habe ich tatsächlich ein bisschen was aufgeschrieben und ich bin gespannt, wie es wird. Es sind, wie gesagt, keine Ziele, die unerreichbar sind, aber ich möchte auf jeden Fall dran arbeiten und ich möchte mich nicht unter Druck setzen. Also zum Thema von vorhin, falls es nicht klappen sollte oder eben etwas länger dauert, wie jetzt mit meiner Kamera, dass ich die einfach immer noch nicht verstehe, dann dauert es halt ein paar Monate, dann ist es so. Das war jetzt ein kleines doofes Beispiel, aber es brennt mir schon sehr, sehr lang auf der Seele und es ist sowas, was ich einfach erreichen möchte, dass ich da weiterkommen, dass ich, ja, was die Fotografie betrifft und das Filmen einfach, ja, ein bisschen mehr dahinter steige und was dazu lerne. Und das ist so mein Ziel. Ansonsten würde ich ganz gern was an meiner Kondition machen, denn, also ich habe null Kondition. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß das auch immer, wenn ich mit der Bella durch den Wald renne, bin ich fix und fertig. Also da sollte ich auf jeden Fall etwas tun. Aber ich werde mich jetzt in keinem Fitnessstudio oder so anmelden. Also das jetzt nicht. Das erlaubt mir auch meine Zeit nicht, wo wir dann schon wieder beim nächsten Thema wären. Ich würde mir für andere Dinge gerne etwas mehr Zeit nehmen, sprich für mich selbst auch ein Stück weit, was natürlich wirklich schwierig ist bei einer Großfamilie mit 5 Kindern und eben einem sehr, sehr kleinen Kind noch, das eben nicht selbstständig ist und ich ja auch keine Betreuung bisher habe, was Kindergarten oder Kita betrifft und so und das auch nicht möchte. Also das sind so meine Ziele, dass ich da einfach ein Stück weit noch ein bisschen was für mich vielleicht tun kann, dass ich mir da so ein bisschen Zeit frei schaufel, das auch mit meiner Familie bespreche, dass man einfach sagt, hier, samstags könntet ihr dann mal eine Stunde den Liam nehmen, ich würde ganz gern mal ja, etwas für mich tun oder mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen zum Beispiel. So, ich würde auch gerne viel mehr lesen, aber das ist halt einfach so ein bisschen schwierig. Ich denke aber auch, dass wenn man etwas erreichen möchte, dass das schon auch machbar ist, jetzt in meinem Fall. Und was hatte ich mir denn noch aufgeschrieben? Genau, Musik. Da möchte ich auf jeden Fall mehr tun und, also hört sich jetzt blöd an, aber ich vergesse morgens zum Beispiel immer das Radio anzumachen oder im Auto. Ja, das hört sich so blöd an, ne? So, ja, mehr Musik, hä? Was ist denn das für ein komischer Vorsatz? Aber ich merke einfach, dass wenn die Musik morgens an ist oder auch im Auto, wie gesagt, das, ja, das macht schon was mit allen, ne? So mit dem Gefühl, wie es einem geht.
Mir fällt gerade nur das italienische Wort ein. Und das möchte ich auf jeden Fall ändern. Das ist ein ganz, 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 ganz kleiner Wunsch und ein kleiner Vorsatz, der definitiv machbar ist, was mit meinem nächsten Wunsch oder Vorsatz, mehr zu reisen, etwas schwieriger wird. Wie gesagt, Großfamilie und Geschäft, Arbeit und so weiter. Das ist machbar, aber schwierig. Aber ich werde es versuchen. Und ansonsten möchte ich beruflich auch noch ein bisschen was verändern. Mal schauen, ob das klappt. Also das sind so meine vier Vorsätze, die ich habe. Was die Familie betrifft, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen und so weiter. Das ist bei mir sowieso an erster Stelle, das muss ich gar nicht dazu sagen, immer und immer, gerade am Wochenende, verbringen wir Zeit miteinander. Das ist unter der Woche gar nicht so einfach, aber das brauche ich jetzt nicht als Vorsatz, ja, fürs neue Jahr mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Also wir versuchen sowieso schon jede freie Minute miteinander zu verbringen. Ja, und das war es jetzt eigentlich soweit von mir. Falls ich irgendwas vergessen habe, würde ich es euch einfach nochmal in die Infobox schreiben. Schaut da gerne vorbei. Vielleicht war jetzt der ein oder andere Tipp für euch dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall Durchhaltevermögen, ganz, ganz viel Kraft. Wie gesagt, nehmt euch nicht zu viel vor. Schaut, dass es so in eurem Rahmen ist und reinpasst, dass ihr euch nicht verbiegt für andere, dann wird das auf jeden Fall ein erfolgreiches neues Jahr. Aber denkt dran, die Gesundheit steht ganz, ganz oben und daran sollten wir alle denken, dass es uns eben gut geht, dass wir uns auch mal Zeit für uns nehmen. Das ist ja das, was ich jetzt dann eben auch mehr versuchen werde und ja, dann wird es definitiv ein tolles neues Jahr. Und das wünsche ich euch natürlich. Ja, und jetzt würde ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dieses kleine Laber-Video. Und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.